haben das Spiel 3D Max versus SK Gaming. Und 3D Max hat so in letzter Zeit schon einen ganz guten Namen für sich gemacht. SK wiederum etwas abgefallen, was das letztliche Team-Meta angeht momentan. Also die waren mit das stärkste Team, als das Competitive, als die Competitive Pro Scene losging von Heroes of the Storm. Und inzwischen doch ganz schön weit abgefallen. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ihr seht schon, der Ban von Zero Tool kommt von 3D Max, dann SK Gaming Ban Stitches. So ziemlich die Standard-Picks, die Standard-Bands so, soweit. Und bei 3D Max gibt es jetzt Brightwing als First Pick. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Brightwing momentan einer der besten Support-Spieler, wenn nicht der beste. Wobei Uther halt auch sehr, sehr weit oben ist. Der ist halt super gut fürs Initiaten und kann halt sehr, sehr gute Kontrolle in den Teamfights noch behalten. So, ich mache mal noch ein bisschen Heroes of the Storm Sound im Hintergrund an. Das Problem ist, wir haben nämlich leider nur einen Restream. Was heißt, dass das Ganze... Ich mal gucken, was man hier so an Level raushaut. Naja, das passt, denke ich mal so halbwegs. Das Problem ist nämlich, das Ganze ist nur ein Restream nachher, weil es nur zwei Observer-Slots gibt. Das heißt, ich werde dann Kaldor restreamen und dementsprechend haben wir leider keinen Ingame-Sound, weil es keinen Clean-Feed gibt und so weiter und so fort. Aber naja. So, da sind die ersten beiden Picks von SK, Valor und Tassadar. Valor auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl und Tassadar ist immer noch, trotz der Nerfs, die er dann doch vor zwei Patches bekommen hat, ein sehr, sehr starker Held, der einfach eine extrem gute Lane-Control hat. So, die nächsten beiden Picks gehen jetzt wieder an 3D Max. Die sollen natürlich zusehen, dass sie sich jetzt auch noch eine gute Assassine sichern oder halt Arthas und Muradin wegpicken. Das ist eine interessante Wahl. Dann hat man halt den Double Tank, kann natürlich dem Gegner natürlich einiges rausfischen. Tychus ist momentan noch gesperrt, also der ist generell gebannt, weil er einen Bug hat. Und dementsprechend darf er halt nicht gespielt werden. Ich weiß nicht genau. Doch, wir spielen auch auf Sky Temple. Das heißt, Map Pool ist hier relativ offen. Und ich glaube, auf Cursed Hollow geht's los. Genau. Cursed Hollow ist unsere erste Map. Und sie nehmen tatsächlich den Double Support. Das ist interessant. Brightwing und Uther. Ich habe gerade schon gesagt, Uther ist halt auch ein verdammt guter Initiator. Und das bedeutet natürlich, dass SK sich jetzt auf jeden Fall Arthas sichern wird. Den können sie einfach nicht aus der Hand geben. Wenn ein anderes Team Arthas und Muradin hat, ich meine, gut, dann machen sie ja dementsprechend nicht so viel Schaden, aber einfach unglaublich starke Combo. Oh, Illidan, das ist interessant. Den haben wir gerade schon im Showmatch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das eingeschaltet habt, gerade bei Kaldor. Der hat gerade Team... was war es gerade noch? Team El Nexo gegen Team Acer gezeigt. Im Best of 5 für $1000. Also ich glaube, das war das höchste Titel-Showmatch bisher. Und ja, das lief sehr gut für El Nexo. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber schaut euch auf jeden Fall das vierte Game an. Unglaublich geiles Spiel. Nur hin und her das Ganze. Und auch da habe ich, glaube ich, im dritten Spiel einen Illidan im Einsatz gesehen. Und da ist Tyrael. Tyrael hat jetzt ein sehr, sehr gutes Comeback gemacht. Das ist natürlich interessant. Dadurch bleibt Arthas jetzt noch offen. Wie gesagt, aber Tyrael, auch gerade auf Cursed Hollow, ist halt eine schöne Variante, weil man damit sehr gut die Tribute kontrollieren kann. Und ja, darauf kommt es halt auch größtenteils an. Erstes Tribut lässt man weg und dann die späteren Tribute muss man halt schon irgendwie kontrollieren können. So, jetzt die nächsten beiden Picks kommen für 3D Max rein. Na gut, sie müssen sich jetzt auf jeden Fall noch einen Assassinen sichern. Was haben wir da so zur Wahl? Kerrigan ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Felstead ist noch offen. Thrall ist noch offen. Auch Rayna wäre noch eine Option. Nasibo wird in letzter Zeit sehr, sehr gerne gespielt. Also würde mich auch nicht wundern, wenn wir den jetzt hier im Einsatz sehen. Das sind alles so die Picks, auf die ich jetzt auswähle anstelle von 3D Max. Ja, klar, sie könnten jetzt wirklich noch den Arthas mit reinhauen, aber dann haben sie halt null Schaden. Also sind natürlich auch vom Sustain her einfach unglaublich. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Es ist Thrall. Okay, macht Sinn.
Roll, momentan einer der besten 1v1-Assassinen bzw. 1v1-Helden überhaupt. Und dann als Final Pick Sergeant Hammer. Genau. Das stimmt, die habe ich eben gerade ein bisschen übersehen. So, wen könnten wir dann jetzt hier auf Seiten von SK sehen? Ich würde mir fast einen Nasibo wünschen, aber das macht SK dann natürlich ein sehr, sehr angreifbares Line-Up. Alternativ wäre dann halt immer noch Arthas zur Wahl. Ja, das ist es dann eigentlich auch fast. Shen kann man spielen, aber wird jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gerne gespielt. Also macht dementsprechend auch nicht ganz so viel Sinn. So, mal gucken. Sie haben noch einen Bonus-Time-Pool von 90 Sekunden. Den werden sie jetzt hier auch langfangen aufzubauen. Oh, Rhaegar. Ach stimmt, ja, macht natürlich Sinn. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass SK noch gar keinen Support hatte. Ja. Gut, Rhaegar. Nachdem Uther und Brightwing weg sind, wird es natürlich SK jetzt ein interessantes Format zwingen. Bin ich mal gespannt, wie sie damit klarkommen. Also Tyrael, sicherlich eine interessante Art, hier auch gegen Sergeant Hammer vorzugehen. Gerade bei 3D Max dann. Weil gegen Sergeant Hammer muss man halt irgendwas machen. Es ist wie Nasibo, wenn man ihn einfach uncountered lässt, dann läufst du nur gegen eine Wand und die Teamfights werden einfach nicht gut für dich ausgehen. Daher Tyrael schon eine sehr, sehr gute Wahl, den mit reinzunehmen. Aber das Problem natürlich bei ihm, er hält nicht ganz so viel aus, wie das bei anderen Warriors der Fall ist. So, also damit sind jetzt hier die Picks durch. Und jetzt müssen wir auf Kaldor warten, bis es dann im Stream auch losgeht. Beziehungsweise die Teams brauchen ja noch kurze Zeit, um auch das Spiel zu starten. Und dann kann es ja auch losgehen mit SK Gaming gegen 3D Max. So, ich schau mal kurz, ob ich hier noch einen Tweet schnell raushaue. Wir werden mal schauen, wie so das generelle Interesse ist an dem Live-Feed für die HCL auf Deutsch, weil bis jetzt war halt so das deutsche Interesse eigentlich nicht so großartig da. Und naja, die Sache ist dann halt, mach ich's hier mit diesem etwas unorthodoxen Restream und keinen Ton haben oder stattdessen lieber einfach warten und mir die Replays anschauen und die dann streamen. Macht vielleicht etwas mehr Sinn. Also müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall habe ich die Rechte, die HCL zu streamen. Und dementsprechend kann es immer Montag und Donnerstag der Fall sein. Und je nachdem, wie halt so das Interesse allgemein ist, würde ich dann halt schauen, okay, machen wir es live oder zeige ich euch lieber die Replays. Und wir haben halt quasi dann ein Spiel-Delay, wenn ich es trotzdem noch live mache. Also das wäre dann irgendwie so eine halbe Stunde später. Ist halt ein bisschen dumm, weil die meisten Leute werden halt sagen, okay, dann schaue ich halt Kaldor, dann habe ich es live, ist dann auf Englisch, aber egal. Aber wir gucken einfach mal. Erstes Spiel auf jeden Fall 3D Max. SK Gaming vs. 3D Max. Okay. 3D Max, da sind die. So, schauen wir mal, ob wir hier vielleicht mal einen Retweet von Team AAA kriegen können, die das Ganze organisieren. Das ist ein französisches Team, wo auch unter anderem Todd mitspielt. Die haben in letzter Zeit auch einen ganz guten Namen für sich gemacht. Okay, so, wir warten jetzt hier gerade noch auf Kaldor, dann kann es glaube ich losgehen. Er trinkt hier gerade nochmal einen Schluck. Und dann sind wir eigentlich fast so weit, das Ganze starten zu können. Aber irgendwie haben sie doch noch nicht allzu viel gemacht. Aber naja. So, ich habe euch versprochen, dass wir uns noch die Spiele für heute mal angucken. Und zwar, wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Sehr gut. Also wir sind am Tag 12. Das heißt, wir fangen an mit SK Gaming gegen 3D Max. Gefolgt davon ist dann AAA Gaming versus El Nexo. Das ist ein sehr geiles Match. Da freue ich mich auf jeden Fall großartig für. El Nexo gegen Whiskey Coker. Gut, das ist, glaube ich, dann eher von der langweiligeren Variante. Meteor Makers gegen Whiskey Coker könnte interessant sein. Das sind beides nämlich so die Schlusslichter momentan in der Tabelle hier von der Heroes Champions League. Und dann Alternate gegen Fnatic. Das könnte auch nochmal ziemlich spannend sein. Alternate, falls ihr am Montag eingeschaltet habt, da habe ich ja den englischen Stream für die HCL übernommen, hat sich da ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die haben etwas
etwas schlechter gespielt. Ein Spiel war ganz okay, aber so im Großen und Ganzen war es doch sehr, sehr schwach. Die haben auch alle ihre drei Spiele verloren, wie ihr seht. Also die sind dann nach demnach heute ein bisschen nach Blut aus, aber Fnatic ist halt auch ein relativ gutes Team. Aber ich denke mal, das ist noch ein interessantes Spiel. Auf jeden Fall Team AAA vs. Anexo. Und auch das Spiel jetzt könnte sehr, sehr gut sein. Anexo gegen Whiskey Coker, naja. Würde man sich vermutlich im Normalfall nicht unbedingt geben. Whiskey Coker hat immerhin schon mal ein Spiel gewonnen. Media Makers auf der anderen Seite natürlich noch gar nichts. Das ist echt bitter. Aber gucken, die beiden gegeneinander, da kann durchaus jegliches Resultat möglich sein. Und Alternate hat schon weit abgeschlagen. Und beim letzten Mal, Anexo gegen Team Acer, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten, aber das war auf jeden Fall jetzt gerade in diesem Showmatch eben der Fall. So. Okay, und es geht los. Das heißt, mal gucken, ob ich das hier alles ordentlich hinkriege für euch. Wie gesagt, ist halt nur leider der Restream. Aber wir versuchen das mal irgendwie hinzukriegen. Also, in der linken Ecke haben wir SK Gaming, auf der rechten Seite 3D Max. Da ist Zoltro auf Muradin, Leo from Korea auf dem Uther, Nickers ist auf Sergeant Hammer, mal gucken, wer der Rest so ist. Beezy spielt Tessada, Bakery ist hier auf Valor und Linked spielt Rhaegar. Gucken, ob wir die restlichen hier noch sehen. Ja, Thrall wird von Saiku gespielt, das war auch schon am Montag der Fall. Hat einen echt guten Thrall abgegeben. Und hier oben Aragi spielt Tyrael. Das hat schon eine sehr starke Midlane hier. Interessante Wahl. Normalerweise haben wir immer den Triple Stack, also die drei Helden auf der Top- oder auf der Botlane. So wie wir es hier auch bei SK Gaming haben. Aber die können auch hier schon einen ganz guten Schaden machen. Also da muss Thrall doch ganz gut aufpassen. Das ist ein sehr schön gewählter Counter, dass sie da gegen Thrall gehen zu dritt. Aragi natürlich hier, wie gesagt, er ist halt nicht so der stärkste Tank. Dementsprechend muss er sich da auch ein bisschen tief zurückziehen. So, Saiku versucht es jetzt hier mal irgendwie ein bisschen gegen Pressure zu pressuren, aber es ist halt extrem schwierig. Valor, Rhaegar und Tessada. Also Tessada ist schon alleine einer der besten Lane-Clearer. Und Valor macht halt extremen Schaden und dann Rhaegar halt zum Wiederhochheilen. Und da ist er halt auch nicht ganz so schlecht drin. Auch er hält eine ganze Menge aus. Also es ist eine sehr, sehr starke Lane für SK Gaming da. Aber genauso sieht es auch hier bei 3D Max aus. Ihr seht schon, die machen hier auch ganz ordentlichen Schaden, wobei Aragi ein bisschen besser gegenhalten kann. Und in der Toplane waren wir jetzt noch gar nicht zugange, aber da schlägt sich Brightwing wohl gegen Illidan. Das ist auch gar kein so leichtes Matchup. Vielleicht sollte man da Brightwing in der Midlane austauschen, dass man Brightwing und Uther tauscht. Das geht, glaube ich, deutlich besser. Aber sie powert hier halt einfach durch ihren Mana. Also haben wir versucht, da mal aufzuspringen, aber mit einem schönen Mutation da auf Samini kann einfach zurückgetrieben werden. Polymorph, so nennt sich das Ganze, klar. Feine Sache. So, und die drei bleiben jetzt hier. Jetzt haben wir auch eine Rotation von SK. Tyrael geht in die Botlane, kämpft gegen Thrall. Ist nicht ganz so einfach. Also da wird er schon ein bisschen sich die Zähne dran ausbeißen. Aber die Lane ist halt auch schon tief eingepusht. Werden wir bestimmt gleich nochmal sehen, wenn Kaido darauf springt. Aber jetzt kommt das erste Tribute. Oben auf der Karte. Schöne Position eigentlich für beide Teams. Alle sind mehr oder weniger schon in Position. Ein leichter Vorteil hier für 3D Max. Aber ADR, die ist halt schon relativ weit unten. Er hat wenig Mana, hat schon ein bisschen Schaden genommen. Und wagt sich ja sehr, sehr weit raus. Das ist super gefährlich, was ADR die macht. Aber kann dadurch jetzt hier SK ein bisschen zurücktreiben. Saiku kommt auch mal mit rein und es ist eigentlich ein kostenloses Tribute gerade für 3D Max. Schön geholt und SK nicht wirklich ausgenutzt, da waren sie ein bisschen unentschlossen. Hätten hier durchaus gleichzeitig einen Camp machen können und versuchen das Ganze ein bisschen länger zu denyen. Also gerade Tessada ist da auf jeden Fall sehr vonnöten, um hier die Tributes ein bisschen einfach in die Länge zu ziehen, dass das nicht ganz so schnell geht mit dem Tribute Capturen. Und darauf sind sie eigentlich mehr oder weniger auch angewiesen. So, Valor spielt den Multishot-Build. Mirrodin den Hammer. Wir haben Envenom auf Thrall. Ja, und das sieht soweit eigentlich ganz standardmäßig aus. Und jetzt wieder ein bisschen kleinerer Shift in den Lanes. Nur noch zu zweit jetzt hier Uther und Sergeant Hammer in der Midlane. Diesmal dann gegen Valor. Da müssen sie schon ein bisschen aufpassen.
Aber halt zu zweit geht das Ganze immer noch. Da muss man halt nur aufpassen, okay, könnte jetzt noch jemand von einer anderen Lane mit dazukommen, dann wird es halt gefährlich, weil dann ist Bakerys Schadens, ja, was er so an Schaden raushaut, einfach ganz, ganz extrem. So, auch hier wieder eine kleine Rotation drinne. Muradin spielt jetzt gegen Tyrael, also sehr, sehr viele Rotationen in diesem Spiel. Echt erstaunlich, das ist nicht unbedingt so gewöhnlich, dass sie mehr so starke Rotationen sehen, aber die sind halt sehr, sehr dynamisch, was das angeht, wie sie ihre Teams hier aufstellen, in welchen Lanes. So, oben muss jetzt hier gegen die Siege Giants gekämpft werden. ADRD, ja, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich relativ niedrig in Mana, aber momentan schlägt sie sich auch noch ganz wacker und so viel Schaden haben die Türme jetzt nicht genommen. Das ist hier mehr oder weniger relativ ausgeglichen. So, Zarmanis sieht jetzt das Ganze hier, hat jetzt Nickers gespottet, weiß also, okay, alles klar, die haben gerade das Bruiser Camp genommen. Und das macht sich jetzt hier auf der Midlane auf dem Weg. Tassadar ist natürlich da ein sehr guter Counter. So, ich muss jetzt hier mal meine Notifications ausmachen, sonst wird es etwas nervig. Okay. Gut. So, das nächste Tribute ist da und das ist natürlich eine super Position für 3D Max. Und da fangen sie auch schon mit dem Channeln an. Vielleicht kann Beezy hier nochmal einen Storm rausholen. Aber nee, das ist das zweite Tribute. Einfach kostenlos für 3D Max. Wow, was ist mit SK los? Die können ja hier gerade gar nichts reißen. Und ADRD oben. Ja, inzwischen doch schon etwas Schaden genommen in der Top Lane. Aber wir sind jetzt hier gleich auf Level 10. SK wird es sogar ein bisschen schneller erreichen. Und dementsprechend sollten sie jetzt hier versuchen, einen Teamfight zu forcieren. Aber es ist halt ein super winziges Timing Window. Also da sind noch 3-4 Minion-Kills von 3D Max und dann sind die auch auf Level 10. Und da ist es jetzt auch gleich soweit. Was haben wir da für Talente? Ja, keine großartige Überraschung. Ancestral Healing kommt von Rhaegar rein. Metamorphosis of Illidan, Reign of Vengeance, der Archon und... ach Gott, wie heißt das gerade? Judgment vom Tyrael. So, und jetzt geht hier 3D Max auf den Boss. Sieht nicht so aus, als wenn SK da irgendwas dagegen macht. Die holen sich ihren eigenen Boss in der Zwischenzeit. Muradin bleibt unten auf der Botlane, genauso auch wie Brightwing, die in der Toplane bleibt. Und ja, den Boss jetzt sollten sie jetzt schon nochmal zusammen angehen. Oh, Samen, die kommt mit rein, sieht das Ganze. Der Boss von SK ist, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter. Und das Tribute in super Position für SK. Also, das sollte mich doch ganz arg wundern, wenn 3D Max sich das irgendwie sichern kann oder zumindest denyen kann. Ich glaube nicht, dass das was wird. Natürlich sind die mit dem Boss jetzt noch ein bisschen beschäftigt, aber das Tribute spawnt eigentlich jetzt. Und 3D Max immer noch da oben, das reicht schon von der Travel-Distanz nicht. Das heißt 2-2 in den Tributes und dementsprechend gibt es jetzt hier gleich einen richtig, richtig starken Fight für das letzte Tribute, das dann eben auch den Fluch auslöst vom Rabenlord. Oh, Zoltor muss hier aufpassen, der Boss ist jetzt hier auf dem Weg. Oben, Illidan muss natürlich auch gleich gegen den Boss kämpfen. Brightwing bleibt noch oben, aber dieses Fort, das nimmt schon so extrem viel Schaden. Momentan haben sie noch keine richtige Initiation. Hier von Korea wartet ja auch auf den Rest. Da kam das Judgment, aber er kommt zurück. Und ja, ich glaube, den Boss können sie klären, aber das Fort ist halt gefallen und darum ging es hier wirklich. Boah, kommt jetzt rein. Das ist leider alles etwas zu spät. Also, wenn das Fort schon fällt, dann solltest du dir wenigstens einen Hero-Kill dafür holen. Um ein bisschen noch mithalten zu können, was die Erfahrungspunkte angeht. Sie sind jetzt müh hinten, aber jetzt nicht. Keine Riesigkeit. So, da drüben haben wir beim Gegner übrigens, also 3D Max, der Gegner, haben wir Emerald Wind, Sundering auf Thrall, dann Avatar und Napalm Strike auf Sergeant Hammer und natürlich die Vinestorm auf Uther. So, Aragi springt da direkt rein. Superstorm trifft Zaltor und Leo from Korea. Und ja, die müssen natürlich einen Lane-Shift machen, müssen versuchen, sie jetzt hier irgendwie das letzte Tribute zu sichern. Ah, da hat Thrall schon versucht, das Ganze abzusichern. Oh, Zarmany ist jetzt hier ganz schön weit außen, aber nimmt natürlich Metamorphosis und springt da nochmal rein. Leo von Korea jetzt mit einem super Divine Storm. Muss natürlich aber auch nochmal rausgehen aus dem Ganzen. Ah, Ruggie nimmt einiges an Schaden, da kommt Ancestral Healing rein, kann ihn auch hier am Leben halten. Illidan wurde zwischenzeitlich allerdings rausgenommen. Und da ist der Shrink auf Zaiku, der nimmt extrem viel Schaden. ADRD hat keine Mana mehr, wird hier also nicht mehr großartig heilen können. Muradin wurde rausgenommen. Nickers versucht da nochmal reinzuspringen, will Beezy erwischen, aber der ist schon lange weg. Aragi jetzt hier im Sandwich drin und auch der wird rausgenommen. Hier von Korea muss ein bisschen aufpassen, aber auch Nickers nimmt ja einiges an Schaden von der Bombe vom Tyrael. Aber das ist natürlich jetzt das letzte Tribute und 3D Max holt sich den Fluch.
Mal gucken, was sie jetzt hier machen. Gehen sie direkt auf die Midlane oder werden wir eine kleine Rotation sehen und vielleicht einen Split-Push? Ja, okay, da gab es einen Bribe aufs Bruiser-Camp, damit ich sich hier zwei der Ritter direkt einfach mal so geholt. Und da unten, ja, auf Seiten von SK wird sich das Bruiser-Camp geholt. Samni kann natürlich wunderbar das Ganze auch alleine klären. Momentan, weiß nicht, nicht unbedingt die beste Nutzung von 3D Max, das meiste aus dem Fluch rauszuholen. Aber ich meine, noch ist er nicht vorbei. 30 Sekunden läuft das Ganze noch. Also sie haben noch die Chance, hier einen Fort draus zu machen. Sollten sie auch, damit sie hier in der Erfahrung wieder ein bisschen aufholen können. Der Botlane Beezy, ja gut, ist halt ein okayes Ziel. Also Beezy werden sie nicht erwischen können, der kommt eigentlich immer davon. Aber das Fort sollten sie kriegen. Oh, ein super Move bisher von Zolto. Springt da gut rein. Saiko kommt mit dazu. Wow, schön. Sehr gut gemacht. Leo kommt von Korea noch ein bisschen, ja, seinen Divine Storm mit eingesetzt. Weiß nicht, ob es unbedingt notwendig war, aber du willst natürlich auch sicherstellen, dass Tessa nicht davon kommt. Der setzt halt sonst einfach Face Shift ein und hat schon mal einen guten Vorsprung. Das Topfort ist ein bisschen in Trouble. Aber wenn sie dafür hier unten die Mauer wegnehmen können und vielleicht sogar einen Keep kriegen, das wäre natürlich ein super Vorsprung für 3D Max. Soweit ist das Ganze noch ausgeglichen. SK Gaming mit einem leichten Erfahrungspunkte-Vorsprung. Jetzt kommt die Araragi nochmal rein. Also das sieht so aus, als wenn sie es hier stoppen können. 3D Max möchte sich nicht auch zu weit aus dem Fenster rauslehnen, weil sie auch diese Level 16 Talente etwas später kriegen. Und ja, das ist doch ganz gut gehalten hier von SK. Kaum Schaden genommen auf dem Keep. Gut, die Mauern und Türme sind natürlich weg. Macht es den Minions etwas leichter, da rein zu spazieren. Aber das ist erstmal noch nicht ganz so schlimm. Sie haben halt noch zwei Forts in der Mid- und Top-Lane. Und wir haben Rewind auf Brightwing. Und auch ein Rewind auf Muradin. Und Sprint natürlich auf Uther. Und dann dreimal Blood for Bud auf Tyrael, auf Valor. Und auch auf Illidan. Das ist natürlich schon sehr gewagt. Also SK möchte jetzt die Teamfights sehr stark an sich reißen. Level 16 haben wir jetzt hier auch gleich für 3D Max. Mal gucken, was die rausbringen. Eigentlich, ja, Stone Skin brauchen sie nicht wirklich. Und ja, die Verbesserung von Polymorph für Brightwing. Ja, das ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Oh, Araragi wurde da schön rausgesingelt. Guter Emerald Wind und oh, Araragi, ich glaube, sie können jetzt hier kriegen. Schönes Fokusfeuer bisher. Da kommt der Metamorphosis von Samni und wow, Thrall fällt hier aber ganz schön schnell. Leo von Korea nimmt ja auch einiges an Schaden. Samni kann ihn schön bodyblocken. Und auch Zoltro hat hier schon einiges einstecken müssen. Nikas muss natürlich auch aufpassen. Sobald die erstmal ein bisschen Schaden nimmt, ist es dann auch schnell vorbei. Und wow, schaut euch das an. Das ist Blood for Blood in Action. Das hätte natürlich auch schön nach hinten losgehen können, aber der Schadensoutput von SK ist natürlich jetzt einfach komplett durch die Decke gegangen dadurch. Und damit fällt jetzt hier auch das mittlere Fort. Und mit dem Teamwipe, ich denke mal, da können sie vielleicht sogar noch ein bisschen was draus machen. Ja, ein Boss-Stil und gleichzeitig das Tribute holen, das wäre natürlich extrem mega. Boss holen, kurz warten, Tribute holen und dann hast du einen Boss, der hier einfach mal mit dem Fluch gleichzeitig läuft. Das wäre natürlich sehr, sehr stark. Tribute ist da. Mal gucken, ob einer einzeln schon hingeht. Ja, sieht so aus. Link holt sich das Tribute jetzt hier. Und, oh, wir haben Imposing Presence auf Uther. Feine Wahl. Jetzt kommt der Fluch natürlich zu tragen. Gut, der Boss braucht ein Weichen, bis er davor gespiked ist. Dementsprechend können sie jetzt ihren eigenen Boss noch holen. Holen vielleicht nicht das Maximum aus dem Fluch raus, aber ich denke mal, dass sie schon mindestens noch eine Mauer abreißen können. Vielleicht sogar einen Keep kriegen, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel verlangt vielleicht. So, aber schon gut gemacht hier von 3D Max, holen noch ein bisschen einen Stun raus, bevor der Boss hier auch an die Wall kommt. Und das ist auch das Hauptziel eigentlich, den Boss irgendwie schon vorher zu stoppen, dass er nicht allzu viel Schaden am eigenen Keep machen kann. Das haben sie bis jetzt echt ganz gut hingekriegt. Zweiter Boss jetzt hier auf dem Weg, den kann SK Gaming gleich für sich sichern. Und jetzt bin ich gespannt, wo sie pushen werden. Haben jetzt wirklich alle drei Forts schon abgerissen. Und dementsprechend vielleicht am ehesten auf der Top-Lane, wobei die wurde jetzt gerade gecleared. Werden wir sehen. Ne, Bot-Lane. Haben sich jetzt hier noch die Seed-Shines mit dazu geholt. Araragi versucht es zu sichern. Araragi könnte hier in argen Problemen kommen, wenn sie hier einen Sandwich ansetzen, aber ich glaube, die wollen... Oh, never mind. Da geht's direkt auf die Türme.
Und ja, wie gesagt, Türme und Gate fallen. Oh, das ist Judgment. ADR, die nimmt extrem viel Schaden, aber ein guter Emerald Wind kann hier dieses Team nochmal zurückpushen. Samoni jetzt auch ein bisschen viel Schaden genommen, aber Ancestral Healing kommt rein. Hält ihn hier wunderbar am Leben. Leo von Korea ein bisschen im Sandwich drin. Solto sollte hier auch ein bisschen aufpassen. Der Avatar hält natürlich ein bisschen was aus, aber Tyrael fällt. Oh, Uther ist rausgenommen und auch Thrall fällt hier. Muradin als nächster. Jetzt ist hier nur noch Sergeant Hammer am Leben. Das ist natürlich nicht mehr allzu viel. Es könnte sogar schon ein sehr, sehr schnelles Ende sein. SK mit 2 Leveln Vorsprung. Wenn sie jetzt hier Nickers noch kriegen, ich glaube, dann holen sie sich einfach das Game. Wobei, selbst mit Nickers können sie da nicht allzu viel gegen machen. 20 Sekunden hier noch auf Brightwing. Und der Boss ist halt noch am Leben. Der hat noch einiges was an Schaden ausgeteilt. Und das sieht so aus, als wenn SK Gaming sich hier den Sieg holt. Und damit doch ein ganz gutes Stück voranrutscht in unserer Rangliste. Ja, das ist der Sieg für SK Gaming. Doch ganz schön überzeugend. Also am Anfang war es ja hier ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel.